Ja, hallo und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Forspoken. Ja, ich weiß, das war letzte Folge echt fies. Das war sehr fies, da einen Cut zu machen, aber es hat so gut gepasst. Es hat so gut gepasst. Ich habe aber nicht groß weitergespielt. Das hier ist jetzt das, was ich als erstes sehe. Die neue Zauber wurden freigeschaltet. Du kannst nun Prass-Magie nutzen. Wir haben Wassermagie! Ja, Wassermagie. Ich will. Lass mich jetzt. Die Probe der Tanda. Mana. Wir können die dritte Stufe Speer können wir lernen. Das mache ich auch. Auch wenn wir jetzt Wassermagie haben. Ich will die dritte Stufe des Speers. Die Wahrheit kommt ans Licht, ja. Ja. So, einfach mal so. Ich wollte nur Ballchensaft. Kapitel 9. Am Ende. Wusstest du es? Was? All diesen Tochter von Sinterscheiß. Wusstest du das? Soll das heißen, du glaubst dieser Verrückten? Ich. Keine Ahnung. Ich meine, wenn es wirklich stimmt, ich kann mir kaum ausmalen, wie sehr dich das bewegen muss. Warte. Bedeutet das, sie ist vielleicht noch in Ethia? Das könnte sein, ja. Scheiß drauf. Wer immer sie ist, sie bleibt das Monster, das ihr Baby ausgesetzt hat. Lass dich nicht hängen, Frey. Kopf hoch. Wie spreche ich dich jetzt eigentlich an, euer Durchlaucht, euer Hoheit, Madame? Fick dich ins Knie, Mann. Ganz die Alte. Tochter Sintas. Hey, Ralf. Ich bin Tanta Sintas Tochter. Alles in Ordnung? Mir geht viel durch den Kopf. Ich denke ständig daran, was Prav gesagt hat. Das ergibt doch keinen Sinn. Meine Mutter, die zufällig eine mächtige Zauberin ist, hat mich in einer anderen Dimension am Straßenrand ausgesetzt. Wir verstehen schon die Motive einer Verrückten. Ich weiß nur, dass es zu jener Zeit Spannungen zwischen den Tantas gab. Sie waren bereits im Niedergang begriffen. Das entschuldigt gar nichts. Vielleicht könnte sie dir alles erklären, wenn wir sie finden würden. Nein, scheiß drauf. Ich will die Alte nicht sehen. Verständlich. Schätze ich. Jedenfalls haben wir nun eine Ahnung, wieso der Bruch dich nicht so stark beeinträchtigt wie die anderen. Aber heißt das, ich drehe irgendwann auch durch? Gute Frage. Gewiss werden wir es herausfinden, wenn es soweit ist. Toll. Du meinst, wir merken es frühestens, wenn ich den Verstand verliere? Genau. Na, herzlichen Glückwunsch. Hast du denn einen anderen Vorschlag? Hey, sag mir einfach, wenn ich was Schräges mache, okay? Aber gern. Wobei du ohnehin schon zu exzentrischem Verhalten neigst. Hoffentlich merke ich den Unterschied. Super Hilfe, Ralf, super Hilfe. Ralf ist so geil, ey, ohne Scheiß, der ist so geil synchronisiert. So langsam glaube ich, dass ich dich nicht durch Zufall in dem Laden aufgegabelt habe. Du meinst, höhere Mächte waren am Werk? Ja. Mit Märchen oder Religion habe ich zwar nicht so viel am Hut, aber irgendwie kommt mir unsere Begegnung ganz schön schicksalsträchtig vor, Ralf. Mir langsam auch. Prav
Pruffs Magie. Freya Tanta Pruffs magische Kräfte absorbiert und kann nun ihre Zauber und Fertigkeiten einsetzen. Du hast da ja nun im Hauptmenü unter Magie Zugriff auf einen neuen Fertigkeitsbaum. Ja, jetzt lass mich! Noch mehr neue Kräfte? Ja, von Pruff diesmal. Wollen wir sie ausprobieren? Ja! Ich will! Lass mich! Oh, Wassermagie! Wassermagie! Was haben wir hier? Was? Pfeilfächer? Lässt magische verbundene Pfeile in ein Gebiet vor dir niederregnen, wo sie großflächig Schaden anrichten. Ah. Okay, also auch so ein bisschen. Wie weit fliegen die? Okay, die haben. Okay, die haben. Also. Okay, hier schmeißen wir mit Wasserkugeln. Der normale Spam-Angriff. Okay, Flächenangriff. Unterstützungszauber haben wir da. Nee, wir gucken mehr. Okay, mehr normale Angriffszauber haben wir nicht. Was ist denn Wasserschlange? Das würde ich gerne mal gucken. Eine giftige Wassersäule schlängelt sich zum Gegner und kann getroffene Ziele vergiften. Ah, interessant. Okay. Malstrom. Ruft eine Wassersäule an der vorgesehenen Stelle herbei, um dich vor Fernangriffen zu schützen. Okay, ist... Ja, ist halt direkt vor mir, ne? Damit ich halt vor Fernangriffen geschützt bin. Ey! Okay, ich selber werde nicht verletzt, aber... Ey, sieht das geil aus, oder was? Ey, sieht das geil aus, oder was? Oh, mich juckt's. Mich juckt's in den Fingern. Boah, wie ist unser Master. Nee! Den starken Angriff will ich nicht spoilern. Den probieren wir einfach mal. Den probieren wir einfach mal. Zu gegebener Zeit probieren wir den aus. So, was haben wir denn hier? Oh mein Gott, gleiten. Oh mein Gott, wir surfen übers Wasser. Manipuliere die Schwerkraft, um auf Wasseroberflächen zu gleiten. Halte auf dem Wasser... Okay, das ist im Prinzip der Parcours auf dem Wasser. Der von alleine halt ist, solange ich das gedrückt halte. Okay, also wir können auf dem Wasser laufen. Statt auf dem Wasser zu laufen, surfen wir drüber. Okay, alles klar. Okay, das ist wie so ein Säbel, oder? Warte mal, das muss ich mal gerade so gucken. Scheiße, warte mal. Ja, doch, da. Das ist wie so ein Säbel. Das muss ich irgendwie anders gucken. Ja doch, ich glaube, das ist wie so ein Fächerangriff. Okay, alles klar. Was haben wir denn hier noch so? Pfeilhagel. Verschießt einen Pfeil, der im Flug zersplittert und als Geschosshagel Schaden für ein weites Gebiet macht. Hm? Interessant, okay. Über einen großen ist ein bisschen stärker das Ganze. Noch stärkeren Schaden über ein noch größeres Gebiet verursacht. Okay, ist halt wirklich so ein mega Flächenangriff. Okay. 2, 3. Boah! Aus Eis, habt ihr das gesehen? Der wird zu Eis hier zum Schluss, zack. Ah ne, schon als zweites wird er zu Eis. Wenn ich es richtig sehe.
Ja, der ist im 2 schon gefroren. Cool. Was ist das? Rauchschleier. Ein Angriff, der um den Gegner herum einen dichten Nebel aufwirbelt. Was ist immer schwer, dich zu entdecken? Jo. Wellenwand. Ist sowas wie der Feuerring von uns wahrscheinlich. Füllt einen großen Bereich mit einer Wasserbarriere, die Gegner in der Nähe in die Luft wirft. Ja, kann man sich ein bisschen Luft verschaffen wahrscheinlich. Waschung. Ruft einen reinigenden Regen herbei, der Statusleine heilen kann, die Ausdauererholung verlangsamen. Okay. Schwämme. Schärft die Sinne und erhöht die kritische Trefferrate von Freys Zaubern. Das könnte interessant werden. Dem möchte ich den Angriff nämlich nicht. Verlies. Okay, cool. Der ersäuft da drinne. Ein Angriff, der eine gewaltige Wasserkugel erschafft, die den Gegner einschließt. Ein Schlag auf die Kugel verursacht eine Explosion, die großflächigen Schaden anrichtet. Okay, nice. Okay, die Wasser... Pfeilserie. Außerdem kann der Gegner gelähmt werden, wenn beide Pfeile am selben Ort einschlagen. Oh, Alter, okay. Ich will das alles haben. Ich will das alles haben. Unser mächtiger Angriff. So, erstmal, ich will... Hier will ich hin. Unseren dritten Speer. Den will ich haben. Das habe ich gesagt, das will ich investieren. Den will ich haben. So. Gut, haben wir nicht einmal eingesetzt, aber egal, brauchten wir auch nicht. Boah, ich will. Habe ich Wassermagie? Ich habe Wassermagie. Oh, Alter, wie nice. Ob das... Ich glaube nicht, dass das geht, oder? Ich kann... Da unten muss ich hin. Dort unten muss ich hin. Und da ist direkt auch ein Bild. Okay, alles klar. Machen wir. Da oben. Nicht da unten, da oben. Küstenfeich. Hier passt es wenigstens. Hier ist wenigstens eine Küste. Aus dem Weg! Okay, alles klar. Okay, du kannst damit halt wirklich, wie sie mit Wasserkugeln schmeißen. Okay. Oh, guck mal, wir haben Wasserkugeln um uns rumschweben. Oh mein Gott. Hallo? Da oben. Will ich hin. Will da oben hin. Alter. Okay, also halten wir fest. Die Erdmagie ist für, ja, nicht für Nahkampf, aber schon für Fläche. Für einen begrenzten Bereich. Feuermagie ist auf Nahkampf ausgelegt. Und für schnelle Angriffskombinationen. Hauptsächlich. Und also etwas aggressiver. Und die Wasserenergie ist mehr... Ja, muss ich so sagen. Ist wirklich mehr eine defensivere Magie, die mehr aus der Defensive kommt. Der Winkel muss stimmen. Bei der du aus der Ferne im Prinzip... Bei der du aus der Ferne angreifst, hauptsächlich. Also aus der Defensive. Du greifst eher nicht an, du verteidigst dich mehr. Okay, alles klar. Mal gucken, ob wir das irgendwie unter einen Hut bekommen und je nach Situation dann angepasst bekommen. Halt, Küstenpfeilchen.
und schon haben wir die Tanta Pruff platt gemacht. Übrigens hoffe ich, dass in der... Was? Pruffs Gleitzauber. Manipuliere die Schwerkraft, damit... Dabei kommst du viel schneller voran als beim Schwimmen. Halte... Ja, das haben wir uns bereits durchgelesen. Bin ich hier richtig? Wie wäre es mit einer Kurskorrektur? Ah, du musst auf jeden Fall... Boah, ist das nice oder was, ey? Okay, ich muss auf jeden Fall eine Richtungstaste gedrückt lassen. Wenn du Antworten suchst, es könnte noch eine Möglichkeit geben. Wie das? Unser Freund Bruchbob hat früher eng mit Tanta Cinta kooperiert. Vielleicht weiß er mehr über deine Herkunft. Es ist noch nicht zu spät, das Beilchenharz nach Sipol zu bringen. Ja, okay. Wir müssen uns beeilen, wenn du den alten Mann retten willst und die anderen Opfer des Bruchs. Okay, dann nichts wie weg von hier und zurück nach Sipol. Ja. Werden wir auch machen. Zack, zack, zack. Ich bin noch immer so ein bisschen am... Das ist ein Defensiver, der mich nur vor Fernangriff angriffen schützt. Wobei ich glaube, wenn er jemand Nahkampf die Sau machen will... Ich glaube, wenn jemand Nahkampf die Sau machen will mit uns, dann schützt sie uns auch irgendwo, wenn wir uns um diese Säule herum bewegen. Aber ich benutze jetzt mal die Wasserschlange. Ich will sehen, wie das ist, wenn uns einer angreift. Erst sammle ich noch ein bisschen Küstenfeilchen auf. Aber jetzt ist der Sturm weg, guck mal. Wunderschön. Ich will nochmal Wasser surfen. Boah, ja, nice, ey. Alter, ist das geil. Oh, das verbraucht halt nach und nach, Dings. Ausdauer. Okay. Das gibt noch viele interessante Erkunden und vervollständigen Folgen. Hä? Hier oben ist ein Fotospot. Warte mal, wenn ich schon mal hier bin, dann mache ich den gerade mit. Da. Wenn ich schon mal da bin, muss ich den mitmachen. Es geht bald gar nicht anders. Wo ist er? Da. Aber erst hole ich mir das Mana. Oh Gott, brauchen wir Mana. Wir brauchen so viel Mana. Oh shit. Ah. Wollt ihr mal was sehen? Seid ehrlich. Ihr wollt, obwohl, das sind Flugpenner. Ah, die sind... Ich hab da ein ganz gutes Gefühl. Die sind gegen Wasser anfällig. Nicht schlecht. Aua. Ah, warte mal. Schlange. Volltreffer. Ah, guck mal da. Die geht jetzt hin. Nun tu doch was. Ah, die vergiftet alle, die ich anvisiere. Ah. Interessant. Pass auf, wo du umläufst. Okay. Das sagt sich so leicht. Das... Aua. Ja, ich muss noch ein bisschen mit der Magie üben. Was das... Was die beste Herangehensweise ist. Okay, du kannst halt wirklich mehrere Gegner. Aua. Oh, ist der ausgewichen.
Okay, ich versuche nämlich gerade mal so ein bisschen... So ein bisschen das Ganze miteinander zu kombinieren. Aber ich wollte jetzt den Fotospot machen und dann Cheap-Hall. Ab durch die Linse. War klar, dass ich die Burg... Dass ich das fotografieren muss. Bleiben noch 7. Ja, ja. Nice. Annehmbar. Annehmbar. Okay, so. Jetzt. Boah, der Mega-Angriff, ne? Karte. Halt, hier. Chip Hall. Wir müssen hier hin. Kann ich da nicht auch wechseln? Nee. Fundsachenlager. Ich reise mal hier hin. Nicht, dass wir jetzt dann irgendwas überspringen. Ja. Oh, die Wassersäule sieht schon geil aus, ne? Die Wassersäule sieht schon so nice aus. Hä? Was denn jetzt? Hier ist der Strom los? Oh oh. Haben wir schon wieder was ausgelöst? Hörst du das? Die Schreie der Gebrochenen. Und schuld daran ist wirklich Kraft. Oh ja. Oh ja, nice. Okay, das war gut, dass er. Aber wieso ist das hier so neblig? Hier ist schon wieder irgendwas passiert, ne? Weil wir Pruff platt gemacht haben. Oder das ist. Und wenn ich echt eine Tante-Tochter bin, wie soll ich das den Leuten erklären? Ich würde sagen, gar nicht. Die Tantas sind zu Hassfiguren geworden. Man wird dich wohl kaum zu deiner illustren Herkunft beglückwünschen. Ja, sie verbreiten nicht gerade Gänseblümchen und Partystimmung im Land, was? Früher oder später wirst du vor einer großen Entscheidung stehen. Du meinst, ob ich meine Mutter umbringen soll? Wenn die Zeit kommt und wie du dich auch entscheidest, ich werde dir helfen, zu tun, was nötig ist. Okay, schön. Aber erst finden wir raus, ob unser Kumpel Bob ein paar Antworten hat. Boah, ich weiß nicht. Mein Gefühl kann mich auch komplett täuschen. Aber ich hab irgendwo... ich hab irgendwo das Gefühl, dass Ralf seine eigenen bösen Interessen verfolgt. Er hat ja wirklich mit dem kleiner, ich bleib mal kurz stehen. Bei der Tante Sila kam das ja mehr oder weniger von uns, weil wir mit der, jetzt habe ich den Namen schon vergessen, tut mir leid, das kleine Mädchen, das gestorben ist durch Tanta Silas Hand. Und, Olivia. So. Olivia. Durch diese Bindung und da sie sich in ihr wiedergesehen hat, hat sie Rache geschworen. So. Jetzt wollte sie kein Blut vergießen, aber Ralf hat die ganze Zeit schon bei Sila auch immer wieder so ein bisschen gestichelt. Ah ja, wir müssen das so machen und ja, sonst leidet Chipol und so. Bei Pruff am Beilchenbaum
hat er uns ja wirklich schon förmlich genötigt, mit Pruff zu kämpfen. Gut, die Verhandlungen, die waren dann natürlich nicht so von Erfolg gekrönt, aber das war ja irgendwo... Hä? Das war ja irgendwo absehbar, dass das so passiert. Aber er hat da wirklich auf den Moralischen gemacht bei ihr. Möchtest du das? Möchtest du das, dass die Bewohner von Chipol weiter leiden? Möchtest du das? Du bist die einzige Chance. Wenn du gehst, dann passiert das und das. Also richtig den Moralischen gemacht. Ich hab so ein bisschen... Also ich... Plot-Twist. Er ist unser Vater. Er war unser Vater. Das wäre der absolute Plot. Der war vorher mal ein Mensch. Und selber irgendwie so ein Hexer oder sowas. Oh, die warten schon auf uns. Nein, Kumpel. Ich lass mich jetzt nicht ablenken. Oh, ich hoffe, in der letzten Folge bei dem Kampf da oder mit dem Gespräch mit Pruff ist es nicht allzu ruckelig geworden. Ich hoffe es. Weil ab und zu habe ich die Meldung bekommen, Encoder spinnt ein bisschen rum, aber gut, das war eine sehr aufwendige Szene. Hier beginnt die nächste Phase von Freys Abenteuer. Vergewissere dich, dass du alles erledigt hast, bevor du fortfährst. Ja, ich mache jetzt weiter. Hallo? Oh nein, sag jetzt nicht. Ja, was? Sprich doch! Oh oh. Nein. Hey, alter Mann. Wie geht's dir? Tipptopp, junge Frey. Tipptopp. Durchhalten, ja? Du musst weiterkämpfen. Der Kampf ist jetzt der deine. Aber... Ich weiß. Du willst zurück nach Hause, mein Kind. Wusch. Nicht nur wusch. Ich habe so viele Fragen. Ich seh's. Mir scheint, du hast den Heimweg schon gefunden. Oder? Wusstest du? Nicht sicher, bis jetzt. Die Augen. Beschütze.
Alter, dass ich bei dem Spiel mal kurz Pippi in die Augen kriege, hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Wohin jetzt? Fuck! Bruchbob war meine letzte Chance, hier rauszukommen. Und jetzt stecke ich in dieser Welt fest! Tut mir leid, dass der Tod meines Vaters dir ungelegen kommt. Das war so nicht gemeint. Nein? Ich habe meinen Vater verloren, kaum dass ich ihn zurück hatte. Ich wollte mehr Zeit mit ihm verbringen. Er war alles, was ich hatte. Doch am schwersten hast es natürlich du. Nein, ich hab nicht... Nachgedacht? Hä? Nein, du scherst dich ja nur um dich selbst. Das... Mein Volk hat so viel verloren. Wir müssen in dieser Welt nun einmal leben. Es geht hier um meine Heimat. Aber bitte lass dich von unserem Schmerz und sicheren Untergang nicht in deinem Selbstmitleid stören. Okay, voll fair. Fair? Das ist also nicht fair. Was unfair ist, ist, dass die Einzige, die uns helfen kann, zu egozentrisch ist, um es zu tun. Ich habe für euch Blut vergossen. Du warst hier willkommen. Du warst fremd, furchteinflößend und trotzdem warst du willkommen. Weil ihr mich braucht. Was ist daran so schlecht? Menschen brauchen einander. Wir helfen einander ohne zu murren. Das ist Essias Brauch. Es war nicht zu erwarten, dass du das verstehst. Denn du gehörst nicht zu uns. Nein. Nein, weißt du was? Du hast recht. Ich bin hier nicht aufgewachsen. Ich konnte nicht mein Umfeld um Hilfe bitten. Ich konnte nicht losziehen mit Freunden in eine Bar. Ich konnte nicht draußen mit den Kindern spielen oder die schöne Natur genießen. Ich hatte keine Mutter und keinen Vater. Keiner wollte mich. Oder liebte mich. Also, ist mir egal, was mit Ethia passiert. Ob ihr es rettet oder verbrennt, ist doch komplett scheißegal, weil es nicht meine Heimat ist. Geh einfach. Geh jetzt. Aber gerne, na klar. Kapitel 10. So klug wie zuvor. Wohin jetzt? Ja, das frage ich mich nach der Szene auch. Du hättest etwas netter sein können. Du hältst dich aus. Ihr Vater ist... Ja, das weiß ich selber. Du musst dich jetzt zusammenreißen. Mach mir keine Vorschriften. Immer reiße ich mir den Arsch für alle anderen auf. Warum kann ich nicht mal tun, was ich will? Du stammst aus Ethia. Das sollte dir schon wichtig sein. Scheiß drauf! Ich bin hier zwar geboren, aber ich bin New Yorkerin durch und durch, Arschloch. Und es ist nirgends besser als daheim. Ich gebe nicht auf. Ich finde einen Weg von hier weg. Es muss was dazu im Archiv geben. Frey, bitte. Warten wir doch einen Moment. Genug gewartet. Genug von dir. Wow. Schlagartig kippt die Stimmung. Alter! Boah, ich glaube, wir müssen die nächsten zwei Folgen mal erkunden und vervollständigen machen, um das mal ein bisschen abzukühlen hier, ey. Guck mal, die Bestimmt schläft. Sind im Archiv mehr Infos zu den Torana. Ich muss sie nur finden. Also viel brauche ich nicht. Nur einen Hinweis, einen Tipp, mit dem ich weiterkomme. Boah, aber ich sag mal...
Ja, es war unglücklich, dass sie sich halt aufregt. Ah, scheiße, ich komme jetzt nicht mehr zurück und so. So ungefähr. Ach, warum muss da jetzt ausgerechnet sterben, weißt du? Hätte er nicht noch ein bisschen warten können nach dem Motto, aber... Mh, schwierig. Schwierig. Ich verstehe beide Seiten. Sie will einfach nach Hause, auch wenn sie jetzt irgendwie es sehr gefasst aufnimmt, dass sie vermutlich oder sehr wahrscheinlich hier aus dieser Welt stammt und dass ihre Mutter eine Tante ist. Also... Oh Mann. Gib mir alles über die verdammten Turaner. Du willst also immer noch weg? Ja, ich bin unerwünscht. Orden war deutlich. Und meine Mutter war noch deutlicher, als sie... Als sie? Als sie mich aus Ethia verbannte. Yep. Denn eure Tante der Liebe ist meine heißgeliebte Scheißmutter. Die Frau, die mich durch einen Turaner warf, sobald sie die verfickte Gelegenheit hatte. Schau an. Was? Entschuldige mal. Ich erzähl dir, dass ich die Tochter einer leibhaftigen Tante bin und dir geht das am Arsch vorbei? Tja, du scherst dich einen Dreck darum, woher du stammst. Warum sollte ich das? Vielleicht hast du es nicht bemerkt, aber ich versuche, den Weltuntergang zu verhindern. Und wenn du nicht mit anpackst, dann braucht dich hier keiner. Na, wieder mal typisch. Die Leute kümmern sich im Dreck, außer natürlich, sie wollen was von dir. Kind einer Tante zu sein, ist eine Ehre, kein Fluch. Solltest du das immer noch nicht verstehen? Hier gibt es einen Haufen Bücher, die dir beibringen, was das wirklich bedeutet. Zeit zum Lesen wirst du genug haben, wenn wir alle tot sind. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Ich rette keine Welt, in der ich unerwünscht bin. Da haben wir's ja. Tut mir leid, wenn du hier nach Hinweisen suchst, wie du heimkommst. All dieses Wissen starb gemeinsam mit Robian. Es gibt nur noch eine Frau auf der Welt, die dir eventuell helfen kann. Wenn du was brauchst, dann geh und frag deine Mutter. Nach Jenun geht's da lang. Oh, bitte! Tantas Segen sei mit dir. Wow. Also nach Jenun? Uns bleibt wohl nicht viel übrig. Joe hat recht. Cinta muss was über die Turaner wissen. Sie kann mich zurück nach New York schicken oder wir bringen uns gegenseitig um. So oder so, diese Horrorsaga ist vorbei. Ist das wirklich ratsam? Warum besuchen wir nicht zuerst Tante Olas in Visoria? Stoppen wir ihren Wahnsinn und stärken uns mit ihrer Macht, ehe wir vor deine Mutter treten. Das ist keine Abstimmung. Halt den Rand. Boah, das da ist schon wieder so eine Aussage. Das ist schon wieder so eine Aussage vom Reif. Auch wenn er die Mehrzahl benutzt hat. Lass uns doch Tante Olas auch noch platt machen und stärken uns mit ihrer Macht. Also, er wird ja dadurch auch stärker. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Reif unser Endboss wird. Ich werde echt das Gefühl nicht los, ne? Eieieiei. Boah, alles so böse auf einmal. Puh. Ich glaube, wir müssen echt eine Erkundung ver... Falsche. Oder? Die Retterin ist hier. Weißt du nicht, dass man Kinder nicht anlügen soll? Entschuldige dich besser. Ich setze es auf die Liste. Die wird auch nicht kürzer. Oh, das war gemein. Kann ich da nochmal hin?
Nö. Oh, das war ja gemein. Oh, die Armen. Selbst das Vollbartmädchen. Entschuldigung. Das war so toll. Das war so toll. Oh, ich will die Katze streicheln. Hallo. Ah, da mag dich jemand. Ja. Mir egal. Auf geht's. Ey. Frey, Alter. Die ist gerade mega pisst. Die ist gerade mega angepisst. Aber ich weiß nicht, sie hat immer wieder nachgedacht. Sie hatte immer wieder so kurze, nachdenkliche Momente, aber hat dann direkt hardcore zurückgeschossen. Immer noch da, was? Was war das? Metallklumpen, ja, haben wir genommen. Ha. Sie läuft ja gar nicht weg. Tja, sie kann da ewig warten. Olivia kommt nicht wieder. Ich würde sie auch gern sehen, glaub mir. Doch. Sorry. Frey. Geht es dir gut? Das arme Kätzchen wollte doch nur... Mir egal. Das ist jetzt nicht mehr mein Problem. Wie alles hier. Diese Welt hängt mir zum Hals raus. Also Frey, bei allem Respekt, wie Ordin schon gesagt hat, du warst fremd und sie haben dich... Ja, natürlich haben sie dich zuerst als Gefahr gesehen. Ist doch klar. Du kommst aus einer ganz anderen Welt, kannst den Bruch hier komplett unbeschadet überstehen. Kommst plötzlich aus dem Nichts. Ist doch vollkommen klar, dass die denken, du bist ein Monster oder sonst was. Unangenehm. Kann ich dich denn gar nicht überzeugen, dass du zuerst Tante Olas aufsuchst? Ich sagte nein. Dich deiner Mutter zu stellen wird schwer, Frey. Schwerer, als du dir vorstellen kannst. Du musst dich wappnen. Mit Olas Kräften könntest du... Olas ist nicht mehr mein Problem, okay? Vielleicht doch.